Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ein wenig ein spezielleres Video, weil ich dieses Video heute auf Schweizerdeutsch machen werde. Grüße gehen raus an Swisslights, er hat das auch schon gemacht und irgendwie habe ich da auch gerade Lust drauf. Deswegen rede ich ab jetzt Schweizerdeutsch. Und zwar, heute geht's und das Tunnelstrahler mit 400 Watt habe ich auch vom Swisslights bekommen. Noch einmal Grüße an dich. Wir betreiben den Tunnelstrahler heute mit der Philips HPIT Plus 400 Watt. Hier könnt ihr die Verpackung sehen. Das Leuchtmittel habe ich mir neu gekauft. Es ist ein Ersatz für Sonnenlampe, also Natrium- oder Quecksilberdampflampe, kann man beide Vorschaltgeräte dazu verwenden. Ja, das ist eigentlich nichts Spezielles. Der Strahler ist für 400 Watt gemacht. Das Zündgerät ist im Moment abgehängt, weil die Lampe, also die HPIT Plus Version, braucht kein Zündgerät. Deswegen habe ich das jetzt abgehängt und ja, jetzt werde ich noch mal den Innenteil vom Strahler zeigen. Also hier sieht man das Leuchtmittel, Philips HPIT Plus 400 Watt. Hier ist der Elektroblock. Drosselspule, Tridonic ATCO, für einmal 400 Watt. Hier wird das Zündgerät, ist jetzt überbrückt, wie gesagt. Kondensator, 50 Mikrofarad. Ja, Sperrdrossel, Foslo Schwabe. Eigentlich ein ganz normales Schema, wie wir es alle kennen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir den mal. Licht aus. Schalte den Strahler ein. 3, 2, 1. So, wie man sehen kann, hat die Lampe gezündet. Und sie macht sehr hell, gibt ein sehr schönes Licht. Ist so ein Licht, zu kaltes Tagesweiss. So cool, cool Daylight. Ja, sie hat jetzt halt ein bisschen gebraucht zum Zünden, aber ist klar, wenn man kein Zündgerät dazu verwendet. Die Leuchtmittel fahren sehr, sehr schnell hoch. Also, sie ist jetzt eigentlich schon vollkommen 100% hochgefahren. Wie man sehen kann, sehr schönes Daylight. Eben, wie gesagt, das Gute an diesen Leuchtmitteln ist, man kann sie sind Ersatz für Quecksilberdampflampen und auch für Natriumdampflampen. Also man kann die Leuchtmittel an Quecksilberdampflampen, Vorschaltgerät betreiben und an Natriumdampf-Vorschaltgerät.
Gut, dann schalte ich mal wieder aus. Dann können wir noch das Nachleuchten begutachten. 3, 2, 1. Sehr starkes Nachleuchten, ist klar. Halogenmetalldampf wird sehr, sehr heiß. Gut, dann wäre das eigentlich schon alles gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Trotzdem Schweizerdeutsch. Und wenn nicht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr möchtet, mache ich das gleiche Video noch einmal auf Hochdeutsch, falls jemand was nicht verstanden hat. Und sonst hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal.